Hey ho ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen weiteren Teil meines Best-of-Schlechts-of. Und zwar mit Revolution. Ich habe das so ein bisschen wirklich alles in einem Topf gepackt. Also Revolution, Revolution Pro. Ich will das jetzt nicht... Das ist zu kompliziert, ja. Ich habe das einfach so ein bisschen in einen Topf gepackt. Und wenn ihr sehen wollt, was ich von der Marke besonders gut finde und eher nicht so toll, bleibt dran. Es geht direkt los. Best of Schlechts of Revolution. Ich fange an mit einem Produkt, was mir überhaupt nicht gefallen hat und was ich auch nicht mehr habe. Das passiert öfter bei den Produkten, die mir nicht gefallen hat, weil ich sortiere die dann halt aus. Ja, und dann habe ich die nicht mehr. Und zwar die Mascara. Die hatten eine Mascara rausgebracht letztes oder vorletztes Jahr. Die war für mich, ich fand die unterirdisch. Also die war in so einer goldenen Verpackung und... das Bürstchen, das war so super vollgesippt. Man konnte damit gar nicht arbeiten. Die hat gar nichts gemacht. Also die hat nur Fliegenbeine draufgeklatscht. Wisst ihr, was ich meine? Also, nein, wollt ihr nicht. Braucht ihr nicht. Überhaupt nicht. Ein Best-of ist für mich nach wie vor der Revolution Super Extrakt Superfruit Antioxidant Serum und Primer. Weiß ich nicht, wann war das, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich den richtig abgefeiert, also wirklich richtig abgefeiert. Das ist so ein bisschen wie Fasali Unicorn Essence, ne? Ich hatte die auch, die Fasali Unicorn Essence, und ich muss sagen, ich würde die Fasali Unicorn Essence nicht nachkaufen, aber den würde ich nachkaufen. Also sollte der jemals alle gehen und ich das Bedürfnis hätte, einen neuen Primer zu kaufen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde den schön. Ich finde, das macht einen... hat jetzt nicht, also man denkt so, das wäre sehr glowy, ist es jetzt aber nicht unbedingt. Also es ist nichts, was super illuminating auf dem Gesicht macht oder so, aber es macht sehr viel Frische, Feuchtigkeit und ja, absolutes Produkt, was ich ja empfehlen kann, was ich sehr, 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 sehr gerne mag. Ein Produkt, was mir überhaupt nicht gefällt oder stellvertretend für viele Produkte, die mir nicht gefallen haben, sind Pinsel von Revolution. Vielleicht hat es sich mittlerweile geändert, aber ich habe jetzt hier zwei stellvertretend, das sind die aktuellsten sozusagen, die ich habe. Revolution Pro, zwei Pinsel. Ich hatte auch schon Pinsel von Revolution selbst und alle möglichen Pinsel schon ausprobiert von denen. Mir hat kein einziger Pinsel von Revolution jemals gefallen. Und doch... dieser kleine Kabuki, dieser kleine goldene Kabuki, den fand ich gut. Und das war's. Ansonsten finde ich, macht Revolution keine tollen Pinsel. Ich habe auch schon von damals welche gehabt, die habe ich mittlerweile alle schon entsorgt oder verschenkt. Aber das hier, nein, Pinsel können die nicht. Kommen wir wieder zu was Schönem und es wird euch nicht wirklich wundern, Lidschattenpaletten, insbesondere diese... wie heißen sie noch gleich, Color Focus Shadow Paletten. Ganz besonders die beiden, wartet, die Night and Day und die Earth and Stone. Die Night and Day, die habt ihr bei mir schon ziemlich häufig gesehen, ist auch wirklich sehr gerne benutzt. Und die Earth and Stone ist auch richtig schön. Ich finde die geil, ich finde die lassen sich super verarbeiten. Die haben besondere Farben drin. Und dann gibt es halt noch die sind jetzt bei mir nicht so... dolle benutzt, also am ehesten dann schon die Truth or Dare. Die ist auch schön. Die Rock and Royal, die ist auch, die hat einen ganz besonderen Ton hier, der gefällt mir richtig gut. Und hier werde ich immer voll geil geswatcht. der beste Swatch. Das ist so ein bisschen Duochrome-mäßig. Und dann habe ich noch die Smoke and Mirrors. Das ist diese blaue. Ich glaube, ich habe die, schon mal benutzt? Irgendwann mal, ja. Aber ich finde die insgesamt von der Formulierung richtig geil. Ich finde die super. Und auch so generell, finde ich, macht Revolution oft ziemlich gute Lidschattenpaletten. Ich finde auch die hier total toll. Diese Revolution X Rachel Leary Palette. Die ist auch ziemlich geil. Die hat Lidschatten und Gesichtsprodukte. Die finde ich tatsächlich ziemlich gut. Muss ich sagen, kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Ich finde gerade die Sachen, die Revolution in Kooperation mit anderen machen, finde ich fast immer gut.
kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Also gerade zum Beispiel bei der, man kann nicht wirklich was falsch machen. Was ich immer nicht so geil finde, ich finde gerade die hier, die riecht wieder so super nach Plastik. Ja, das ist bei denen hier nicht so, oder? Wartet. Na, die riechen nicht so. Aber die ganz oft riechen die Revolution-Paletten so überhaupt nicht gut. Also insgesamt muss ich sagen, finde ich, macht Revolution ganz solide Lidschatten. Finde ich. Ja, also natürlich sind das keine Lidschatten wie Natasha Denona oder Urban Decay oder Ed McGrath. Natürlich. Müssen sie aber auch nicht sein, finde ich. Also die haben schon... Für ihren Preis sind sie richtig gut. Kommen wir zu einem Produkt, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Auch das habe ich nicht mehr, weil das war eines der schlimmsten Produkte, glaube ich, die ich jemals in meinem ganzen Leben ausprobiert habe. Und zwar Liquid Lipsticks. Die haben diese Liquid Lipstick Kits. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Mit einem Lip Liner, mit einem Stift und einem Liquid Lipstick. Und ich weiß nicht, wenn ich an Liquid Lipstick denke, denke ich immer an den. Das war das schlimmste Liquid Lipstick der Welt. Das hat sich angefühlt, das war so trocken und so eklig, so als würde man ein Blatt Papier zwischen die Lippen machen und darauf reiben. Das war so ekelhaft, schrecklich. Also das wirklich mit von allen Produkten, die ich jemals ausprobiert habe, eines der schlimmsten Produkte überhaupt. Das ging gar nicht. Also Liquid Lipsticks, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das ging überhaupt gar nicht. Kommen wir zu einem Produkt, was mich in der letzten Zeit sehr erfreut hat. Und zwar die neue Foundation von Revolution Pro, die CC Perfecting Foundation. Ich trage sie auch heute wieder. Eine sehr solide Foundation, macht ein tolles Finish, hält ziemlich gut. Ja, also wirklich... Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe hier die Farbe F5, das werde ich ja immer gefragt. Und ich habe sie heute drauf. Mir gefällt das absolut. Solide Foundation. Ein Produkt, was mir überhaupt nicht gefällt und es kommt aus der gleichen Reihe, ist die Revolution CC Perfecting Pressed Powder. Sieht so schön aus, ne? Man denkt so, ach, voll toll, das ist bestimmt toll. Und ich finde, es macht eher so cakey. Also mir gefällt es einfach nicht. Also es ist nichts, es ist kein Puder, was ich wieder benutzen würde. Ich habe die Farbe Warm Ivory. Auch das finde ich so ein bisschen, für mich ist es ehrlich gesagt weiß. Also für mich ist es jetzt nicht Warm Ivory. Warm Ivory sieht für mich anders aus, in meiner Vorstellung. Von daher gefällt mir nicht. Aber gefallen tut mir gut und da kommen wir auch wirklich zu der letzten fast Sparte eigentlich, kann man bei Revolution sagen, Highlighter. Ich finde, Revolution hat in allen Highlightern, die ich bisher von Revolution hatte, hatte ich, glaube ich, keinen, wo ich dachte, grottig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals, ich hatte zwar welche, die ich besser und schlechter fand, aber alles in allem, finde ich, macht Revolution richtig gute Highlighter. Also zum Beispiel auch in dieser... großen Palette. Hier sind ja auch Highlighter drin. Und da muss ich auch sagen, ist es richtig schön, sehr schön cremig. Selten mit viel Glitzer drin oder sowas. Wirklich. Also ich finde, Highlighter können die richtig gut. Mein All-Time-Favorite, uralt, ist der Revolution Pro Illuminate. Ich glaube aber, den gibt es nicht mehr mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher. Höchstens vielleicht noch bei Cosmetic for Less. Könnt ihr mal gucken. Ich finde, also es war wirklich jahrelang mein liebster Highlighter. Ich benutze den auch immer noch. Ich meine, ich habe in meinem Schrank alles liegen, ne? Hourglass, Ofra, Amorisi. Und trotzdem benutze ich den hier immer noch, weil ich finde den wunderschön. Relativ neu sind ja diese umstrittenen Packaging geklauten Highlighter. Glass Mirror Illuminator heißt der. Ich habe den heute drauf. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn doof finde. Dann habe ich ihn im Video nochmal benutzt und dachte so, okay, doch geil. Weil er wirklich, wirklich, ihr seht's, wie Glasfinish und auch kein Glitzer oder irgendwas. Der hat diese blöde Textur, diese komische, also manchmal ist sie toll und manchmal nicht, diese, die man so eindrücken kann, ne? Die so nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Und was soll ich sagen?
ich finde, Revolution kann richtig gut Highlighter. So alles in allem würde ich auch eher sagen, dass Revolution besser ist in Puderprodukten als in cremigen. Ja, man muss halt immer bedenken, es ist eine relativ günstige Marke. Sie sind schon darauf ausgelegt, Sachen, man muss es einfach so sagen, zu kopieren. Das ist einfach so, was soll ich sagen? Ich finde es trotzdem gut. Ich mag viele Sachen von denen und ich finde es halt auch gut, weil nicht jeder hat Geld für eine Pat McGrath Palette. Da reicht halt auch manchmal eine Revolution Pro Palette und das finde ich auch voll in Ordnung. Deshalb will ich das auch gar nicht so verurteilen. Ja. Haut mal raus. Was sagt ihr zu Revolution? Was gefällt euch besonders gut? Was gefällt euch gar nicht? Oder findet ihr die Marke generell überhaupt nicht toll? Oder findet ihr die generell richtig geil? Haut mal raus, was brauche ich unbedingt von Revolution und was nicht. Sagt mir mal Bescheid. Und das ist das Ende des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.